Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man einen doppelten Tafelspitz faltet. Es hat hier so 4 Falzen. Das ist schön für Hochzeit oder Feiern. Kann man für alles Mögliche verwenden. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Am besten ist es, wenn man eine Serviette nimmt und mit Serviette faltet. Man kann es natürlich auch mit Papier falten. So sieht es dann so aus. Ist auch sehr schön. Kann man Großes nehmen, Kleines, aber es hält nicht so gut in der Serviette. So, als erstes nehmt ihr so eine normale Serviette. Die macht ihr auf. So, wenn ihr die auf habt, teilt ihr Dreiecke. Erst das eine Dreieck nach oben. Schön ordentlich am besten. Wenn ihr schön ordentlich vorarbeitet, wird es auch ordentlich. So, und das andere macht ihr gegenüber von der Seite auch nochmal. So, wenn ihr das so habt, haltet das hier so hoch, macht das so und nehmt die offene Kante zu euch. Die muss bei euch sein, die offene, und dann macht ihr oben mit dem Finger, dass die Spitze schön bleibt. Hier lang. Am besten geht es mit guten Servietten, die richtig gut sind. Kann man auch einfach falten. Und hier dürft ihr nicht lang fahren, weil hier soll es ja schön bleiben. Hier könnt ihr in der Mitte lang fahren, hier so. Und hier auch nicht lang fahren. Also die Ecken dürft ihr nicht lang fahren. Das wird sonst nicht so schön. So, hier rüber machen. Und hier dasselbe nochmal. Und dann haltet das wieder hier rüber. Und gucken, was hier schön spitz wird. Und das schön spitz ist, könnt ihr das so hinstellen. Und dann habt ihr einen schönen doppelten Tafelspitz. Ich hoffe, es hat euch gefallen und viel Spaß beim Nachmachen und Versuchen. Bis bald. Tschüss.